voll relativ, der Tag, an dem die Zeit verschwand. Dieser Tag beginnt erst einmal ganz normal für Max. Er wundert sich zwar, warum sein Wecker spurlos verschwunden ist, aber er zerbricht sich nicht weiter den Kopf darüber, macht eine kurze Katzenwäsche und geht dann zu seinen Eltern in die Küche. Mir knurrte der Magen. Deshalb lief ich zum Kühlschrank und schnappte mir die Tupperschüssel mit dem Schokoladenpudding, der vom Nachtisch gestern übrig geblieben war. Mama stand immer noch wie angewurzelt vor dem schwarzen Mikrowellendisplay. Ich holte mir einen Löffel und steckte ihn in die wabbelige Masse. Weil Mama das anscheinend gar nicht mitbekam, schaufelte ich mir eine ordentliche Portion in den Mund, bevor ich nuschelte. Darf ich den Pudding essen? Ich befürchtete schon, dass sie mir gleich ihr Montags-Superfood-Frühstück um die Ohren hauen würde. Blumenkohlbrot mit Rhabarberwürfeln à la Irk-Wirks. Doch stattdessen passierte Folgendes. Mama wandte der Mikrowelle den Rücken zu, setzte sich zu meinem Papa an den Tisch und nickte schweigend. Abgefahren. Ich war wie im Himmel. Nachdem ich den Pudding leer gelöffelt hatte, gönnte ich mir noch einen Schokoladenriegel zum Nachtisch. Ich setzte mich zu meinen Eltern an den Tisch und wartete, blickte aus dem Fenster, beobachtete eine Weile den mopsigen Nachbarskater auf dem Baum, wartete, gähnte, worauf eigentlich? Die ungewohnte Ruhe ödete mich allmählich an, also fragte ich, müsst ihr nicht zur Arbeit oder so und ich in die Schule? Fast glaubte ich, meine Eltern hätten mich nicht gehört, doch dann drehten sich ihre Köpfe in meine Richtung, gleichzeitig im Schneckentempo. Nun starrten mich beide völlig benebelt an. Das rechte Auge meines Papas zuckte. Aber wie? Wir wissen nicht, wie spät es ist, stotterte er und zeigte wieder mit dem Finger zur leeren Stelle an der Wand. Unheimlich, wie hilflos meine Eltern auf einmal wirkten. Ich musste die Sache also selbst in die Hand nehmen. Ich kramte den beiden etwas Ordentliches zum Anziehen aus dem Wäscheberg im Bad. Mein Paps konnte unmöglich in diesem Aufzug in die Kanzlei. Schweigend befolgten sie meine Anweisungen. Die Art, wie sie sich bewegten, erinnerte mich an Zombies. Dass sie kein Wort sprachen, machte das Ganze nicht weniger schräg. Nachdem meine Mama ihre Brühe leer getrunken hatte, griff sie nach dem Telefon, steckte es in eine Butterbrottüte und schob es mir in den Schulranzen. Mein Papa zog währenddessen Alfie aus dem Aquarium und drückte ihm einen dicken Schmatzer auf den Mund. Tschüss, Schatz, bis heute Abend, nuschelte er dem völlig verwirrten Goldfisch zu und stolperte über die Türschwelle. Mama folgte ihm nach draußen. Puh, was war das denn? Entweder meine Eltern waren über Nacht verrückt geworden oder aber hier war eine große Verschwörung im Gange. Das muss ich sofort meinen Freunden erzählen. Und er tut das auch, erzählt es seinen besten Freunden Effi und Basti. Und bei denen zu Hause ist der Morgen ähnlich verlaufen. Alle Erwachsenen scheinen vollkommen außer sich zu sein, zu nichts mehr fähig. Auch die, denen die drei Freunde auf ihrem Weg zur Schule begegnen. Und es ist so, dass nicht nur Max Wecker verschwunden ist, sondern alle Uhren weltweit. Also die ganze Zeit ist verschwunden. Das gefällt den Kindern schon sehr gut, so ohne Zeit zurechtzukommen. Niemand, der ihnen sagt, wann sie zur Schule gehen müssen oder wann sie pünktlich irgendwelche Dinge zu erledigen haben. Aber die Erwachsenen, also die scheinen damit gar nicht zurechtzukommen. Und schuld an dem Ganzen ist ein Erfinder namens Albert. Er hat eine Zeitmaschine erfunden und mit der ist er in die Vergangenheit gereist. Dort hat er offensichtlich irgendwas angestellt, wodurch die Zeit in der heutigen Zeit verschwunden ist. Die vier beschließen, also die vier begegnen sich. Wir beschließen noch einmal in die Vergangenheit zu reisen und alles dann richtig zu stellen, damit alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Vielleicht ist die Frage ja auch, ob man die Zeit vielleicht besser nutzen könnte in der Zukunft. Die Autorin hat sich dazu ein paar sehr gute Gedanken gemacht. Und wenn ihr die erfahren wollt, dann empfehle ich euch, dieses Buch zu lesen. Ab 8 Jahren ist es geeignet und sehr lustig und spannend zugleich.